at the number 75, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette as Thomas looking left and right. He goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. So ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale in the number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the chicane. Pat 15, the Pat 3 race crew car has rolled over, and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going. Here aus Watkins Glen, BMW 12.0 Challenge steht an. Und mein Spitzenfahrer im Team, der Tommy, wieder am Start. Unter meinen wachsamen Adleraugen. Ich habe mich mal als 10. qualifiziert. Es sind 14 Fahrer am Start. Da ist noch ein Stück Luft nach oben, aber wir wissen ja, dass das deine große Leidenschaft ist, deine Vorderleute zu überholen. Aber bei den langen Geraden mit dem Auto, alter Verwalter, das stelle ich mir sehr zäh vor. Aber du bist ja hier, du bist ja aus dem Windschatten raus überholt irgendwie. Ja, guck mal. Also beim letzten Mal, also na, gut, hier bin ich glaube ich mit dem BMW noch nie gefahren. Ich weiß nicht, wie der hier fährt, ehrlich gesagt. Ich bin auch noch kein Rennen in letzter Zeit gefahren hier auf dieser Strecke. Auf der Strecke bin ich zusammen mit dem Oscar mal gefahren und hab den hier kennengelernt. Da haben sich hier die Leute in die Beklappung gebettelt im GTE-Rennen. Hier mit dem M8 unterwegs gewesen. Mit dem. Ich hab hier den Oscar kennengelernt. Der hat mir trainiert und hat mir hier sofort nichts gezeigt. Während sich die anderen alle hier im Chat geschimpft haben, ist es besser. Und ich muss sagen, dank seiner Lackierung gefällt mir echt. Ja. Oh. Hat er wirklich gut gemacht. Ja. Expressionist, der Alte. So. Ach, guck mal, da ist schon einer weg. The server disconnected due to incoming packet loss. Aha. Der Daniel Ware haben aus England. Aber 18. 18 Stopper, das ist ja ganz schön, oder? Ja. Phil Hill hat mich nicht. Gino Gull, Valentin Blanc. Bisher auf 1, Kersi auf 2, Andres auf 3, Overhead auf 4, Nickers auf 5, Linden auf 6, Baraut auf 7, Villa Frauge auf 8, Gisi auf 9, Silbernagel auf 10. Ja. Ja, wenn du mal guckst, Alpo, ey. 57,1, 55,4, ey. Also irgendwo scheine ich da noch ordentlich Zeit liegen zu lassen. Ja. Ja. Man weset nicht. So, habe ich jetzt gestern mal die Option, ob hier alles gut ist. Was ist er, der zweite? Geht auf der Pole-Position. Und auf dem zweiten Platz der Colby Kirst, Platz 3 Theo Oberhaus. Was haben wir jetzt hier? Eine komplette. Noah Andres und auf Platz 4 Theo Oberhaus. Ja. Eine komplette Einführungsrunde haben wir. Eine komplette Einführungsrunde, okay, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit zum Schwätzen. Das stimmt. Die Tribünen rappelvoll, trotz Corona. Kein Abstand eingehalten hier. Naja, die Amis. Die Amis sind die. Bei mir sind die Tribünen leer. Das liegt an der Brille, würde ich mal sagen. Ja. Ja, ich finde sowieso, dass in iRacing sind viel, viele Zuschauer. Also die müssten so ein bisschen. Ja. Also entweder hast du die ganzen Ränge voll oder leer. So. Du müsst da irgendwie sowas dazwischen gehen. Ja, in der iRacing-Traumwelt sind halt alle Leute, wo du noch kennst.
Alle Plätze besetzt, Leute stehen, schwanken nur so ein bisschen apathisch durch die Gegend. Aber oh, das war ein schön großes Feld, ja. Ein volles Feld. Ja, guck mal, ne? Und mit der Tobi. Wie lange geht das über 12 Minuten, ne? 12 Minuten ist das, genau. Das ist ziemlich kurzweilig hier. 6 Runden also. Ja. 6, 7 Runden. Ja, das Einzige ist, die sind halt manchmal hier so ein bisschen rücksichtslos, ne? Das, Ja, das sind ja viele Fahrradfänger dabei. Das steht ja jeden auf. Also wie gesagt, das letzte Rennen, was ich hatte, da hatte ich auch so ein 4000er, meine ich. Der hat aber echt drauf angelegt, ne? Der fahren manchmal so ein, zwei so Superstars mit, die da immer hier ihre Diskonto abbessern. Noch eine Einführungsrunde. Ah, warte ab, die ist noch nicht vorbei. Da siehst du, kaum hast du es gesagt, ne? Da ist der Schwarze hier dem Gulf, der wieder vorne reingedutscht. Ah, der hat das schon. Jake GC. Der Mann ist verrault. Mhm. Ja, ich muss ganz still sein, ich habe mir noch nicht mal das ganze Team am Freund. Komm vor! So, pass auf jetzt. Ja, gleich fährt Space Car rein, ne? Meine Güte, das ist mir alles schon wieder viel zu eng hier. Oh, komm schon, Leute. Okay. Alles Gute. Oh, danke. Ja, scheint alle Kissen zu kennen. Warte ab, die nächste Schublade kommt. Wow, das ist gerade ein bisschen die Form, die jetzt zwei Level nachher nehmen kann. Da geht der Pelz ab. Okay, da. Hello, okay. Ich habe ein bisschen Zeit verloren da, weil es dann geknubbelt ist da vorne. Ja. Die drei vor dir, die betteln sich gut. Lin, Maxi, Villa Franca und Jake GC. Alles ein bisschen knubbelig, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ne? Noch keiner ausgeritten. Haut eng hier. Ja, da hat er nur eine Hand reingepasst da. Ganz vorne nur ein anderes Vorbeispiel. Die kämpfen auch.
Da bleibt fast kein Blatt Papier mehr dazwischen. Aber die Gruppe hier vor dir, das ist ja der Wahnsinn. Ach, scheiße. Achtung, der erste fliegt. Wow, Glück gehabt, Glück gehabt. Oh. Ach, fuck, ich bin hier. Ja, dann musst du immer, wenn ein Auto sich dann wechselt, musst du echt in Bruchteilen von Sekunden dir überlegen, okay, wo rutscht der jetzt hin, wo fliegt der hin, was macht der? Das ist ein Lotto-Spiel innerhalb von Sekunden oder Hochdruck eigentlich. Aber das ist jetzt nicht die Entwickler spannend vor dir, da sind immer noch Tiere, die hier. Der Schwarze hält die alle ein bisschen auf. Jake GC. Angriff. Zack, das fahrt sich schon an die Kiste. Zack, die fliegen. Fliegen wie die fliegen. Durchgekommen. Ja, Glück gehabt. Ah, das muss er echt Nerven behalten, ne? Dann kommen wir mal noch. Die Jetten machen wir hier wirklich Tür an Tür. Nur ein anderes, der hat 3400er Eye-Rating. Und hinter ihm der Bass Messer 1800er Eye-Rating und D-Lizenz. Habe ich denn da kräftig verloren, gerade in der Kurve? Zu früh gebremst oder was? Jetzt sind sie hier am Buffer oder der Michel. Knott. Aber die hat weil jetzt geht der mit der unter dem Mund von Phil Hill. Ah, die sollen sich da mal hinten schön gegenseitig aufhalten. Der Phil setzt einen Schild unter dem Mund, deswegen. Der hat jetzt mehr nach hinten. Angriff, Phil Hill. Nee, die gehen noch nicht vorbei. Immer noch vom Bass Messer und True Nichols, die hängen zusammen und dann ist schon eine Lücke. Theo Ober. Wer glaubt das denn? Der kommt hier in schwarz, Jake GC. Dann haben wir Maxim Villa Franca und direkt hinter ihm auf Platz 7. Mein heißestes Eisen im Feuer. Die da hinten. Oh ja, die sind aber weit gegangen jetzt. Das ist Phil Hill im Kampf mit dem Michel Hochblock und jetzt kann er wahrscheinlich vorbeigehen. Ja, zwei nebeneinander durch die Form und Bau. Ich muss ja gleich mal gucken, ich hatte eben so viel verloren in der Schikane. Ich weiß nicht, ob ich zu früh oder zu spät gebaut ist, wahrscheinlich zu spät. Aber du hast jetzt einen ordentlichen Gap aufgebaut. So. Dein Vorläufer. Oh, der nächste ist Sachsenburg, nächste zwei. Der Typ in der Kultplatzierung, der heißt auch Kult. Gino Kult. Ich muss gerade mal ein bisschen meine Zeiten einblenden.
weil der Phil Hill, der kommt wieder näher, ne? Die geben sich. Change is here, Bucky Villa Panka. Ja, der Abschlag ist für mich, da hätten wir keine Möglichkeit. Ich glaube, dein einziger Gegner danach ist das größte. Gucken wir mal, was die da vorne gleich machen, ob die sich. Ja. Ah, der Phil Hill ist schon wieder nur 2 Zehntel angekommen. Hey. Ja, 2 Zehntel verloren, der Phil Hill. Nein, der ist angekommen, 1,4. Eben bei 1,6. Bei mir steht hier 1,8. Vorher stand hier 1,6. 1,2 hat er jetzt. Oh. Nein, nein, mein lieber Scholli. Nach vorne und nach hinten riesen dürfen. Vorne die sich ziehen zu können. Zwei Minuten noch. Der Kampf um die Ziel hier, das ist schon Wahnsinn zu gewinnen. So ein Angriff ist immer noch. Nur Bas Nisser und Pickel. Also Bas Nisser wieder an Pickel und Mike ab. Das interessiert mich jetzt alles so gar nicht. Oh Mann, da ist die Frage, ob die da vorne was die da machen, ey. Meine Zuschauer werden es gerne wissen. Ihr seid ein schöner Zug jetzt hier. Die drei müssen hier. Der Bas Nisser wieder einen Käfer gemacht. Fahne, wer ist das? Thank you.
Oh, ich merkte schon, der ist da hinten dran. Ja. Muss verteidigen. Verteidigen. Mach den nicht zum Beispiel, aber. Kann auch rechts nehmen, ne? Oh Mann, ey. Ah, schade. Au! Ja. Damit verabschiedet sich jetzt. Weil es im aktuellen Geschehen. Ja, wieso ist denn der da rübergekommen? Da war ich doch. Oder? Also tut mir leid. Das war Andreas Gewinn und der Platz ist der 4. 5. Jake Kishi, 6. Max Müller-Franker und 7. Und der Phil Hill, der wird noch den 9. Platz ins Ziel retten. Aber der Phil, mal ehrlich, ich glaube... Phil, I think... You shouldn't have go left. Muss erst mal gucken. Muss mal gucken. Also wie gesagt, der ist Deutscher. Ah, das ist Deutscher. Ach, Phil, kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Einfach wieder hin. Schade. Okay. Ich muss mal gucken, also ich hab dem eigentlich Platz gelassen, so alles schick. Und dann ist der mir vor. Also ich. Puh, also doch weiter konnte ich jetzt auch nicht nach. Aber gut, aber. The number 75, the Black Tree Race Crew and GTEs. Because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette. As Thomas looking left and right, he goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. Oh, so ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale in the number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the chain. Pat 15, the Pat 3 race crew car has rolled over and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going.